Ja, hallo. In diesem Video wollen wir die Welt retten. Und zwar haben wir ja eine Klimakatastrophe angeblich. Und die Temperaturen steigen immer weiter. Und zwar, die steigen nicht nur, sondern die steigen auch immer schneller, ne, sagen die Forscher. Und wir wollen also gucken, wie kann man die Erdtemperatur wieder runterbekommen. Ne, wobei mir persönlich ist es kalt genug. Heute Morgen waren es minus 10 Grad draußen. Ich weiß ja nicht, wo ihr hin wollt. Vielleicht zu minus 20 Grad oder so. Keine Ahnung. Ja, aber wir nehmen mal einfach an, alles, was die Klimaforscher sagen, stimmt. Und dann muss man sich ja fragen, woher kommt denn der Temperaturanstieg? Ja, da geben die Klimaforscher an, das sind die sogenannten positiven Rückkopplungen. Einmal das Auftauen der Permafrostböden, aber vor allen Dingen der sogenannte Albedo-Effekt. Ja, und den Albedo-Effekt, den wollen wir jetzt erstmal erklären, wie der funktioniert. Falls ihr Techniker seid, kennt ihr das schon. Das ist einfach nur, ein Techniker kann man das in einen Satz erklären. Das ist eine positive Rückkopplung. Gut, wir beginnen hier beim Temperaturanstieg. Also seit der letzten kleinen Eiszeit, die ist so ungefähr 1850, 1880, so in den Zeitraum zu Ende gegangen. Ja, also seit dem Ende der letzten kleinen Eiszeit ist die Temperatur um 1 Grad angestiegen. Ja, die hat sich also wieder erholt. So, ein Temperaturanstieg, da sind wir uns alle einig, führt zu weniger Eis. Ja, zumindest sagen das die Klimaforscher, obwohl Satellitenbilder zeigen, dass die Eisfläche am Südpol angewachsen ist. Ja, aber wir tun mal einfach so, als gäbe es keine Satellitenbilder. Also die Klimaforscher haben recht, wir haben einen Temperaturanstieg und deshalb haben wir weniger Eis. So, Eis ist ja Eis und Schnee, die sind ja weiß und alles, was hell ist, das wisst ihr aus der Physik, reflektiert gut. Ja, und deshalb strahlt also dieses Eis die Wärme zu einem Teil wieder zurück in den Weltraum. So kann man sich das vorstellen. So, wenn es weniger Eis gibt, dann gibt es mehr dunkle Flächen, also Meerwasser oder Grün, Wiesen und so weiter. Ja, und ich habe also weniger Wärmerückstrahlung. Ja, also nochmal, Eis, wenn ich viel Eis habe, dann wird viel Wärme zurückgestrahlt. Wenn ich wenig Eis habe, wird wenig Wärme zurück in den Weltraum gestrahlt. Ja, das heißt, die Wärme bleibt also auf der Erde und sorgt also für einen weiteren Temperaturanstieg. Und jetzt geht das Ganze von vorne los. Mehr Temperatur heißt weniger Eis heißt weniger Wärmerückstrahlung. Ja, das heißt, ich habe mehr Wärme und mehr Wärme heißt wieder mehr Temperaturanstieg. Ja, und das geht immer so weiter. Die Fachleute sprechen von einer positiven Rückkopplung. Ja, die Rückkopplung ist dieser lange gelbe Balken hier. Ja, das ist eine positive Rückkopplung und der Volksmund nennt sowas einen Teufelskreislauf. So, die nächste Frage bei solch einem Teufelskreislauf, also bei einer positiven Rückkopplung, die nächste Frage ist, kann dieses System sich so weit hochschaukeln, dass es außer Kontrolle gerät? Ja, das schaukelt sich ja immer weiter auf durch diesen Kreislauf hier. Ja, kann es dazu führen, dass, sage ich mal, die Temperatur so ansteigt, dass die Meere verdampfen? Nein, ne? Auch eine positive Rückkopplung, auch so ein Teufelskreislauf, der hat irgendwo seine natürliche Grenze. Und die ist dann erreicht, wenn eben das ganze Eis weggetaut ist. Ja? Und selbst wenn ich gar keine Wärmerückstrahlung hätte, dann hätte ich ja nur eine begrenzte Menge an Sonnenenergie, die hier eintrifft. Und die kann nur zu einer bestimmten Temperatur führen, aber nicht darüber hinaus. Ja, also irgendwo gibt es eine natürliche Grenze. Die gibt es übrigens auch, falls ihr Techniker seid, beim Operationsverstärker. Den nehmen wir ja in der Regelungstechnik durch oder haben ihn durchgenommen. Ja, ein Operationsverstärker, den kann ich auch so beschalten, dass hier so eine positive Rückkopplung entsteht. Aber der kann niemals mehr Spannung abgeben als die Versorgungsspannung. Ja,
Und das Gleiche habe ich eben hier beim Klima. Über eine bestimmte Temperatur kann ich nicht drüber hinaus. Ja, dann machen auch, dann fallen also diese Rückkopplungen weg, die spielen dann keine Rolle mehr, weil eben zum Beispiel das ganze Eis weggetaut ist. Gut, ich habe die Grafik jetzt ergänzt, um die Sache nochmal zu verdeutlichen. Ich habe da was drunter geschrieben, und zwar eine weitere positive Rückkopplung. Das heißt, wir beginnen wieder mit einem Temperaturanstieg, und dieser Temperaturanstieg sorgt für mehr Wasserdampf. Ja, wenn es warm wird, dann ist die Luft so richtig feucht. Ich habe mehr Wasserdampf. Und Wasserdampf ist allerdings das größte Treibhausgas. Ne? Mehr noch als CO2 und Methan. Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas. Ne? Wissen viele nicht. So, und wenn ich mehr Treibhausgase, also mehr Wasserdampf in der Atmosphäre habe, dann steigt die Temperatur noch weiter an. Dadurch habe ich noch mehr Wasserdampf. Und mehr Wasserdampf bedeutet, ich habe mehr Treibhausgas in der Atmosphäre und dann steigt die Temperatur noch weiter an. Ja, das ist eine weitere Aussage der Klimaforscher, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, weil Meteorologen haben Messungen gemacht mit Ballons und die können also keinen vermehrten Wasserdampf in der Atmosphäre feststellen, haben sie gesagt. Ja, also es ist immer so eine Sache mit Theorien. Wir haben ja auch gesagt, normalerweise müssten ja die Polkappen schmelzen, aber im Jahre 2012, das ist erst ein paar Jahre her, da hatte der Südpol die größte Eisausdehnung, die jemals gemessen wurde. Ja, also allen Theorien zum Trotz. Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Also diese Theorie, mehr Temperatur, mehr Wasserdampf, Wasserdampf ist ein Treibhausgas, führt zu einem weiteren Temperaturanstieg. Diese Theorie, die wird anscheinend von der Praxis widerlegt. So, und was es noch gibt, das sind negative Rückkopplungen. Da wird auch nicht drüber gesprochen. Ja, wenn ich einen Temperaturanstieg habe, und jetzt nehmen wir mal an, ich hätte mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, dann würde das ja zu mehr Wolkenbildung führen. Ja, wenn ich aber mehr Wolken habe, dann habe ich mehr Schatten auf der Erde. Das heißt, es wird kälter. Ja, das ist dann eine negative Rückkopplung. Ein Temperaturanstieg sorgt dafür, dass es wieder kälter wird. Das heißt, das bremst sich selber. Das ist das Gegenteil von einem Teufelskreislauf. Das ist das Gegenteil von einer positiven Rückkopplung. Ja, gut. Also da sind noch viele Unsicherheiten und selbst die Klimaforscher sagen, die haben noch nicht alles verstanden. Ja, kann ich verstehen, dass die das nicht verstanden haben. Das ist auch das schwierigste Gebiet in der Systemtheorie, in der Mathematik, die dahinter steckt. Ja, gut, aber wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, diese ganzen positiven und negativen Rückkopplungen. Eine weitere Rückkopplung wäre zum Beispiel das Auftauen der Permafrostböden. Das heißt, ich habe mehr Temperaturanstieg, dadurch tauen die Böden auf, dadurch wird Methan freigesetzt und Methan ist ja ein Treibhausgas. Ja, das wäre auch so eine Theorie, aber immer vorsichtig, das sind Theorien. Ja, und deshalb wollen wir uns auf diesen Albedo-Effekt hier beschränken. Wir wollen jetzt mal überlegen, wie können wir diesen Albedo-Effekt durchbrechen. Ja, vielleicht habt ihr schon gehört, was unsere Wissenschaftler vorgeschlagen haben. Die möchten also hier an dieser Stelle ansetzen, bei der Reflexion, bei der Wärmerückstrahlung. Und zwar sollen bestimmte Stoffe in die Atmosphäre eingebracht werden. Die sollen da versprüht werden. Ja, und die sollen dafür sorgen, dass bereits in der Atmosphäre die Wärme zurückgestrahlt wird. Ja, also die Wärme, die von der Sonne kommt. So, das halte ich für eine Schnapsidee, weil ich habe euch ja schon in einem anderen Video gesagt, die aktuelle Warmzeit, die wir haben, ja, die ist schon eigentlich theoretisch seit 2000 Jahren zu Ende und wir bewegen uns bereits wieder in Richtung Eiszeit. Ja, und wenn man in Richtung Eiszeit geht, dann heißt das, Deutschland wird unbewohnbar, Deutschland wird von einem Eispanzer bedeckt, der 2 Kilometer dick ist, ne, so wie in Grönland. Das hat es schon öfters gegeben und da gehen wir hin.
So, und wenn wir jetzt noch dafür sorgen, dass unsere Atmosphäre keine Wärme mehr durchlassen tut, ja, dann könnte das unser Ende sein. Und deshalb halte ich das nicht nur für eine Schnapsidee, sondern für eine Idee von wahnsinnigen, geistesgestörten Menschen, nämlich von Wissenschaftlern. Ja, ja, und mein Ansatz ist also folgender: Wir machen was ganz anderes. Wir vermindern auch die Wärmerückstrahlung durch sogenannte Alubretter. Und zwar hat die NASA das mal durchgerechnet. Die hatten so eine ähnliche Idee. Wenn man eine Folie aufspannen würde, die, ich glaube, das waren 20 mal 20 Kilometer oder sowas, ne? Also so groß wie eine Kleinstadt. Wenn man eine Folie ausbreiten würde, die die Sonne reflektiert, also so eine Alufolie, die so groß ist wie eine Kleinstadt, dann würde das ausreichen, um den Temperaturanstieg ein für alle Mal zu begrenzen. Das heißt, der ganze Klimawandel wäre sofort zu Ende. Ja? Gut, also wie gesagt, heute Morgen, wie viel waren das? Ich glaube, minus 10 Grad oder so. Das ist mir ehrlich gesagt kalt genug. Ja, ich möchte es gar nicht kälter haben. Aber wenn es euch zu warm ist und ihr möchtet es kälter haben, einfach so eine große Folie in der Wüste ausbreiten, der Klimawandel wäre zu Ende. Schauen wir uns mal hier an dieser Grafik an, was dann passieren würde. Also, wir hätten jetzt wieder mehr Wärmerückstrahlung. Ja, mehr Wärmerückstrahlung durch diese Alufolie bedeutet, die Temperatur sinkt etwas. Wenn die Temperatur etwas sinkt, haben wir mehr Eis. Ja, was heißt aber mehr Eis? Da wird noch mehr Wärme zurückgestrahlt. Und wenn noch mehr Wärme zurückgestrahlt wird, sinkt die Temperatur immer weiter. Das heißt, wir haben genau diesen Teufelskreislauf einmal umgedreht. Und das funktioniert auch. So, mein Ansatz ist jetzt allerdings folgender. Bevor die Politiker mal und die Wissenschaftler in die Pötte kommen, bevor die sowas machen, ne, das haben die schon vor 30 Jahren vorgeschlagen oder vor 20 Jahren, ja, da können wir das doch selber machen. Und zwar kann man das ausrechnen, wenn jeder in der westlichen Welt, also jede Person, die Angst hat vor dem Klimawandel, also fast alle, ja, sich in ihren Garten ein Brett legen würden und da einfach für 10 Cent von Aldi so eine Alufolie rumwickeln, dann hätten wir so viel Wärmerückstrahlung, dass die Temperatur auf der Erde sofort sinken würde. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, wenn jeder in seinem Garten so ein Brett hat, das muss nur ein kleines Brett sein, sag ich mal 1 Meter mal 1 Meter. Ja, und wenn das schon dazu führt, die Temperatur zu begrenzen, jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet noch in Afrika in der Wüste solche Alufolie ausbreiten. Ja, oder irgendwo, wo unbewohntes Land ist. Dann könnte es sogar dazu führen, dass eine neue Eiszeit ausbricht. Ihr könntet die Temperatur beliebig senken. Ja, also nicht beliebig, irgendwo ist eine Grenze, ja, aber ihr könntet es richtig schön kalt machen auf der ganzen Welt. So, und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, ihr glaubt ja alle an den Klimawandel, warum liegt in eurem Garten kein Brett, was mit einer Alufolie umwickelt ist? Also alle Menschen sind sich einig, die Lehrer sind sich einig und die bringen das ja den Kindern bei, den Jugendlichen. Wir stehen vor einer Klimakatastrophe, die Erde geht unter, wir werden alle verdampfen. Ja, aber niemand legt sich so ein Brett in den Garten und umwickelt das mit Alufolie. Der Klimawandel wäre sofort gestoppt. Ja, ihr könnt euch auch einen Aluhut aufsetzen, das hilft auch. Ja, aber das ist ja die Frage, warum macht das keiner? Wenn doch alle angeblich Angst haben vor dem Klimawandel. Ja, und deshalb lautet jetzt mein Aufruf an alle Grünen. Also, wenn ihr wirklich an diesen Klimawandel glauben würdet, warum geht ihr nicht zu Obi und kauft euch ein Brett, einmal 1 Meter, wickelt da ein bisschen Alufolie von Aldi drumherum und legt das in euren Garten? Ja, der Klimawandel wäre sofort beendet. Und selbst wenn ihr kein Brett habt, nehmt einfach das Brett, was vor eurem Kopf ist. Ja, also ihr macht das nicht und damit beweist ihr eigentlich, dass ihr da nicht wirklich dran glaubt. Denn der Klimawandel wäre ja sofort zu Ende. Ja,
Und ich glaube eben, es gibt ganz andere Gründe für diese Klimadiskussion. Uns wird ja immer gesagt, wir müssen jetzt weniger Nahrungsmittel verbrauchen, das heißt weniger Fleisch essen. Ja, und wir müssen Energie sparen, wir haben nicht mehr, wir dürfen keine fossilen Rohstoffe mehr verbrennen. Aber ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes. Und zwar haben wir ja eine Überbevölkerung. Die Weltbevölkerung wächst exponentiell, unter anderem wegen den Geburten-Dschihad in den islamischen Ländern. Zum Beispiel der Erdogan, aber auch viele andere Herrscher und alle Imame, die rufen dazu auf, möglichst viele Kinder zu bekommen, damit Europa islamisch wird. Oder besser gesagt, die ganze Welt. Das steht ja in den ihren Hadith, da steht drin, die ganze Welt muss Allah anbeten und so lange müsst ihr kämpfen. Ja, ihr müsst kämpfen, bis die ganze Welt Allah anbetet. Und viele von diesen Herrschern glauben das, zum Beispiel der Erdogan, rufen dann zum Geburten-Dschihad auf und dann wären Nahrungsmittel und Rohstoffe knapp. Ja, die wären nicht knapp durch irgendeinen Klimawandel, denn CO2 ist übrigens ein Pflanzendünger und deshalb wachsen auch die Ernteerträge immer mehr. Das heißt, auf der ganzen Welt wird immer mehr geerntet, wir haben immer mehr Lebensmittel. Ja, unser Problem ist also nicht der Klimawandel und CO2. Klimawandel und CO2 sind gut für die Ernährungslage, sondern unser eigentliches Problem, das ist der Geburten-Dschihad, das heißt die Überbevölkerung. Ja, wobei man sagen muss, Lateinamerika, das sind Katholiken, die haben auch so eine Art Geburten-Dschihad. Ne, die exportieren dann eben ihren Geburtenüberschuss in die USA zu Donald Trump. Ne, deshalb baut er ja gerade die Mauer. Ja, also das ist der wirkliche Hintergrund. Wir haben nichts mehr zu essen und keine Rohstoffe, weil ein Geburten-Dschihad geführt wird, beziehungsweise eine Überbevölkerung in manchen Ländern herrscht, ja, die dann eben ihren Bevölkerungsüberschuss exportieren. Ein anderer Grund ist natürlich auch, dass wir unabhängig werden wollen von dem Öl. Ja, denn die Älteren kennen das noch. Es gab ja mal eine Ölkrise. Und die führte dazu, dass wir in Deutschland kein Auto mehr fahren durften am Sonntag. Da konnte man also sonntags mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren, weil es gab Fahrverbote. Die islamischen Staaten hatten uns erpresst und haben uns kein Öl mehr geliefert. Die haben uns ja in der Hand. Deshalb sind ja auch alle Politiker so islamfreundlich. Ja, und wir wollen eben diese... Die Politiker wollen diese Erpressung umgehen, indem die eben überall diese Windräder aufstellen. Ja, deshalb habe ich im Prinzip auch gar nichts gegen Windräder oder gegen alternative Energien. Aber sämtlicher Fortschritt durch Windräder wird wieder weggemacht durch die Überbevölkerung. Ja, also so funktioniert es nicht. Auch in Deutschland, da haben wir ja keine sinkende Bevölkerung. Dadurch könnten wir ja Rohstoffe sparen und umstellen auf alternative Energien. Ja, das gelingt aber nicht, weil wir immer mehr Leute aufnehmen. Deshalb wird das auch nichts mit den alternativen Energien. Ja, ich bin schon ziemlich alt und ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Jugend war es so, da wurde immer davon geredet, dass wir bald alle mit Biodiesel fahren. Ja, da redet heute keiner mehr von, weil ich kann ja nicht das Essen in den Tank reinstecken. Das geht ja nicht. Ja, und der dritte Grund, was da sicher auch eine Rolle spielt, ist der Industriegewinn. Vielleicht habt ihr das gehört, ich glaube, das war VW oder eine andere Firma, ist auch egal, das kam in den Medien jetzt, die haben schon gesagt, dass die Autos jetzt wesentlich teurer wären. Wir stellen ja jetzt komplett um auf Elektroautos und die sind ungefähr dreimal so teuer. Ja, und das ist das Lustige. Es wird immer unterstellt, dass die sogenannten Klimaleugner oder Klimaskeptiker von der Industrie bezahlt werden. Ja, also einen größeren Unsinn habe ich noch nie gehört. Ja, weil die Industrie, die freut sich doch über diese Klimawandeldiskussion. Stellt euch doch mal vor, ein VW Polo kostet jetzt nicht mehr 10.000, sondern 30.000 Euro. Also wenn ich VW heißen würde, dann würde ich doch sagen, ich unterstütze doch nicht die Klimaleugner, sondern ich unterstütze die Klimawarner. Ja, und genau das machen ja auch die großen Industriekonzerne in Deutschland. Die unterstützen ja alle die Grünen
ja, und diese Ökos, weil die genau wissen, mit diesen neuen Produkten, Elektroautos, aber nicht nur Elektroautos, ne, das sind Windräder, Elektroautos und so weiter, da machen die doch das große Geschäft mit. Ja, genauso wie die Wohnungswirtschaft immer das Asyl unterstützen wird, weil dadurch sind die Wohnungen voll. Dadurch kann man auch eine beschissene Wohnung, die kalt ist und wo es schimmelt, noch an Leute vermieten. Nämlich an Asylanten oder Deutsche, die keine Wohnung finden. Ja, das sind die wahren Hintergründe und deshalb fördert die Industrie nicht die Klimaskeptiker, sondern die Industrie, wenn ihr da mal ein bisschen nachforscht und euch einliest, werdet ihr erkennen, die Industrie fördert alle Leute, die so grün-öko eingestellt sind. Ja, sowas wird gefördert, denn damit kann man Geld machen. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Also die Grünen und die Ökos, die glauben nicht wirklich an den Klimawandel. Weil wenn die wirklich daran glauben würden, dann hätten die so ein Alubrett in ihren Garten liegen. Ne, vielleicht sogar noch größer als ein Quadratmeter. Ja, aber die glauben nicht wirklich dran und deshalb haben die Angst, sich zum Narren zu machen. Ne, stellt euch mal vor, in 5 Jahren gehen die Temperaturen zurück oder in 10 Jahren. Ja, da würden ja alle Nachbarn lachen über den Grünen, der so ein Alubrett im Garten hat. Ja, und deshalb, weil die da eben selber sich nicht sicher sind, ne, die sagen immer, das ist wissenschaftlich erwiesen, aber weil die sich selber nicht sicher sind, haben die eben kein Alubrett im Garten. Ja, und dass das funktioniert, da braucht ihr nur euren Physikprofessor fragen oder eurem Physiklehrer, der erklärt euch das mit den Reflexionsfaktoren und kann euch das vorrechnen. Ja, aber ihr glaubt eben nicht wirklich daran. Und weil ihr nicht glaubt daran, ja, werde ich weiterhin behaupten, dass ihr Betrüger seid. Denn wenn ihr daran glauben würdet, hättet ihr ja dieses Alubrett im Garten. Ja, noch ein kleiner rechtlicher Hinweis zum Ende des Videos. Es gibt ja Gesetze in Deutschland, nach denen ist Schleichwerbung verboten. Und da muss ich euch sagen, nein, ich bin nicht von der Obi-Holz-Abteilung gesponsert worden. Schönen Tag noch!